Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Warum habe ich denn keine Waffe in der Hand? Och, fuck, fuck! Ich wollte überhaupt nicht abschießen. Egal. War gar nicht so schlimm, weil es sind einige von den Dingern zumindest geplatzt. Das geht schon seinen Gang. Also war gar nicht so schlimm. Vielleicht mache ich das dann einfach nochmal dahin. Okay, ach so, ja, es geht einfach nicht so weit, ich Vollidiot. Naja, beim nächsten Mal. Haben wir jetzt nur umsonst mega viel verschwendet, aber wir haben sowieso extrem viel von den Dingern, die das auffüllt, 14 Stück noch, weil ich die einfach, ach so, das geht auch so, weil ich die einfach nicht so oft benutze. Ist noch fast wieder voll, so, Moment. Kann ich das Ding jetzt aus Zufall, ja, tragen und da reinschmeißen? Sehr gut, das war der Plan. Ich glaube, es sind nicht alle geplatzt, aber einige. Oh, da drin geht es ja auch weiter. Moment. Und da liegen auch Sachen drin. Ist das jetzt schon kaputt? Ja, ne? Halt, da oben noch was. So. Oh, da liegt sogar ein Medikit. Lohnt sich also. Also dem Medikit liegt da aber gar nichts. Was jetzt zumindest nicht sinnvoll ist. So, ich glaube, die suchen nicht wirklich ein Ziel, sondern reisen einfach ziellos umher. Von daher kein Stress. Oh fuck, ich habe mich geirrt. Die sind doch nicht ziellos unterwegs, sondern, wie man sieht, zielsuchend. Ja, es war das erste Mal, dass ich so nah an diese Zistoiden rangekommen bin, deswegen, ja, habe ich es, ja, jetzt erst rausgefunden. Okay. Müssen die dann also leider platt machen. So, ich weiß nicht, woran das liegt, dass die manchmal im Vorbeifliegen. Dann explodieren, nachdem sie rausgeflogen sind. Und manchmal nicht. Keine Ahnung. Das haben wir beim ersten Mal nicht gesehen. Ja, gerade eben muss ich es auch noch tragen. Ach so, weil die sich bewegen, die Sachen, oder? Kann das sein? Ja, die gehen darauf los, was sich bewegt. Interessant. Ah. Gut zu wissen. Müssen wir aber erst noch das Ding reparieren, bevor wir da reinkommen. Ich das richtig sehe. Oh, was ist denn jetzt verstrahlt? Fuck. Was ist denn hier verstrahlt? Oh, da unten geht's rein. Das da ist verstrahlt. Ich glaube, ich würde einfach mal hier unten durchgehen. Ah, geheimer Durchgang. Geht's jetzt hier auch raus? Ja. Ich meine, wir hätten das Ding auch einfach reparieren können oder einfach so durchgehen, aber egal. Was ist das jetzt? Was? Antriebssystem reagiert nicht. Warum? Was ist denn passiert? Dieser Impuls hat ihre Anzugssysteme recht hart getroffen. Der Camus der Substation vor ihnen. Eine Magnetosphäre um die Talos 1 sorgt dafür, dass die Sonne sie nicht kocht. Hoffentlich hält der Generator durch. Um ihretwillen. Ach, danke. Danke. Gehen erstmal zu der Leiche und da liegen auch noch Sachen. Raymond Ridley.
Ah, Ersatzteile, wenn ich es richtig sehe. Können wir gut gebrauchen, weil wenn wir irgendwas reparieren müssen, Geschütze oder so, dann müssen die immer mit relativ vielen Ersatzteilen repariert werden. Geht's hier hoch? Nee. Zutritt nur für Befugte, wenden sich an Anders Klein in der Magnetosphärenkontrolle. Oder wir knacken den Scheiß einfach nicht. Fuck! Geht's hier irgendwo irgendwie rein? Nee. Ah, da unten ist noch was. Für dich, Laurel. Ich hoffe, du magst Blumen. Wenn wir uns das nächste Mal da unten treffen, sollten wir warten, bis wir aus der Mikrogravitation heraus sind und erst dann den Champagner aufmachen. Oder auch nicht. Okay. Das Überbleibsel eines Dates haben wir da gerade mitgenommen. Moment, ging es da nicht irgendwo irgendwie rein? Da haben wir zumindest. Das ist doch Glas davor, oder? Ist hier Glas? Ah, nein. Sehr gut. Hier muss es dann ja auch irgendwo diese Schlüsselkarte geben, oder halt da drin, wo die Gravitation wieder losgeht. Schwerkraft normal. So. Immer noch kein Plan, wie man das kaputt macht. Bin mir aber eigentlich ziemlich sicher, dass das irgendwie gehen muss. Sieht immer so aus, wenn es da irgendwie durch. Ah, vielleicht, wenn wir das da hinsprengen. Ah, brauchen wir Hebelkraft 3. Ich hätte es gerne mal da vorgestellt und dann in die Luft gesprengt und guckt, was passiert. Hilfe? Was ist hier los? Nichts Spannendes, also gehen wir weiter. Wir sollten Feuerwehrmann sein. Werden. Ach, es gibt nicht irgend so ein Spiel. Oh fuck, oh fuck, was muss ich jetzt machen? Muss ich mich hier in den Türrahmen stellen wie bei Erdbeben? Fuck! 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 Ich hock mich hin. Okay, aber ich habe keine Energie verloren, oder? Glaube ich. Ich glaube, ich habe keine Energie verloren. Warum brennt das immer noch? Ich habe doch nur alles voll gemacht. Hey, was ist los? Er ist tot. Ja, halt. Was? Wer ist tot? Anders. Ich wollte die Sicherheit rufen. Ich... Brauche Sie ein medizinisches Team? Ich habe gesagt, er ist tot, Langley. Okay. Laurel? Atmen Sie tief durch. Sagen Sie mir, was passiert ist. Okay. Alles okay. Tut mir leid. Anders ging in die Mac-Kammer, um eine Spule zu testen, die Zicken gemacht hat. Ich weiß nicht, was genau passierte, aber es gab einen Impuls. Ich glaube, er wurde in seinem Anzug geröstet. Oh Gott. Das tut mir leid, Laurel. Können Sie zum Kommen? Nein. Anders hatte die Schlüsselkarte. Okay. Verstanden. Rühren Sie sich nicht. Bleiben Sie weg von dieser Kammer. Ich suche nach Chief Ellison und wir schicken schnell ein Sicherheitsteam. Knacken wir erstmal den Code von dem Tresor. Okay, das war einfach. Okay, das ist super einfach. Nice. So könnte es immer sein. Und der Computer hatte sogar Stufe 3. Mal schauen. Waffen-Upgrade. Wir haben jetzt so viele Waffen-Upgrades. Wir gucken mal, wie viel wir jetzt haben.
Vier Stück, ja komm, also jetzt können wir auch mal andere Sachen verbessern, scheiß drauf. Ich meine, wir brauchen ja eh nur zwei Waffen-Upgrades für maximale Feuerkraft. Also können wir jetzt auch zwei weitere für irgendwas anderes einsetzen. Nachladegeschwindigkeit, Rückstoß. Ich glaube, Nachladegeschwindigkeit ist am wichtigsten, schnell nachladen halt. So. Und jetzt knacken wir das Ding hier noch. Stufe 3. Das wird schwer. Oder auch nicht. Sei denn ich. Okay, 10. Wir müssen ja auch 3 schaffen. Komm, komm, komm. Okay, es war auch einfach. Oder stell mir einfach gerade nur gut ein, es kann auch sein. Ich bin gut, logisch. Magnetosphären, E-Mail, lese mal die E-Mail. Eric, ich habe dein Geschenk in der Zwischendecke über meinen Kontrollraum gefunden. Es ist vorher aber aus Versehen unter einige Rohre getreten und jetzt komme ich nicht mehr ran. Es ist dunkel hier oben, mach dir keine... Ja, also bisher ist nichts passiert, also es scheint immer nur kurzzeitig dann scheiße zu sein. Es ist dunkel hier oben, mach dir keine Sorgen um mich. Es gibt hier ein Sicherheitskit. Wenn irgendwas geschieht, bin ich bereit, Laurel. Ich weiß, dass du das kannst. Pass nur auf dich auf. Hier ist gerade mehr los als gewöhnlich, Eric. Abschalten. Laurel, ich werde morgen in der zweiten Schicht die Arbeit am Magnetosphärengenerator leiten. Sorge bitte dafür, dass die Maschine abgeschaltet wird. Außerdem sollten wir daran denken, sie diesmal auch wieder einzuschalten. Wir brauchen keine weitere Panik wegen etwaiger Strahlung. Fehlfunktion des Schildgenerators. Achtung, Menge... Also wie oft denn? Menge und Frequenz, in der die Magnetosphären Plasmaimpulse abschließen, sind kontinuierlich gestiegen und nun im kritischen Bereich. Plasmaschockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Ist auch schön, dass die Geräte dann immer wieder direkt gehen, ne? Wir gehen aktuell möglichen Ursachen und Problemlösungen nach. Bei einer derzeitigen Menge stören die Effekte jegliche Elektronik in der Umgebung und die Stabilität der Stationsschilde. Alle Mitarbeiter bitte beachten Sie, dass die GATS bis auf weitere Notfallbetrieb laufen werden. Okay. Notfallvorräte. Gewährt Zugang zum Fach mit den Notfallvorräten in der Magnetosphärenkammer. Das Betreten der Magnetosphärenkammer bringt die Gefahr einer gefährdeten Strahlensituation zu nehmen. Was geht denn da jetzt auf? Okay. Warnung, Schutz suchen. Plasmaschockwelle in 5, 4, Achtung. Magnetosphäre deaktiviert. Maximalkontakt mit Solarstrahlung. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier mache. Und wieso. Der da oben hat sich doch gerade eben bewegt. Ja, das meine ich doch. Der Anzug scheint aber kaputt zu sein. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Dr. Yu. Scan-Vorgang läuft. Mentale Fähigkeiten laut Moralmuster unter Höchstwert. Das sollte helfen. Das stärkt Ihre Konzentration. Danke. Stars im Aufwind. Antonia Frolka, Star der Summer-Blockbusters Transgressions, hat alle todesmutigen Stunts im Film selbst übernommen. Nach einer längeren Pause feiert der aus vielen Actionfilmen bekannte exzentrische Publikumsliebling nun den Comeback in absoluter Topform. Erleben Sie in unserem exklusiven Online-Clips, wie Frolka sich von einem Kran schwingt. In letzter Zeit wurde er übrigens häufiger mit der bezaubernden Cindy Sinclair gesehen. Ebenfalls in dieser Ausgabe 10 Stars, die einfach nicht älter werden. Urlaub im All. Real Awards Anwärter 2031. Gary Lee abgeblitzt. Stars im Aufwind, interviewt den Transgressions Newcomer Will Richson. Der Sternenbeuger-Zyklus Band 2, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Als der Mordrax-Schrei-Schinder vor ihr auf dem Boden zusammenbrach, streckte Mercy ihre Finger, die vom vielen Würgen schon schmerzten. Jabba kam mit rauchenden Phasenpistole und schreienden Mordrax auf den Fersen hinterher um die Ecke. Mercy grunzte. Ich verstehe es nicht, Trevor. Warum haben Sie mich aus diesem Gefängnis geholt? Ich habe ungefähr 7-mal versucht, Sie kalt zu machen. Trevor antwortete, während er einige Schüsse aus seiner Pistole abgab. Weil Sie die Einzige sind, die mich schon mal fast getötet hat. Ein weiterer Schuss. Und Sie sind die Einzige, der ich vertrauen kann. Wir werden uns das Sternbeuger-Prisma direkt vor
Fürst Argons Nase schnappen. Mercy konnte nur noch grinsen. Ihre Finger fühlten sich schon wieder besser an. Okay. Das haben wir auch noch nicht gelesen. Reiskarte. Was passiert denn eigentlich, wenn das Ding hier vollgeladen ist? Das dauert zwar ziemlich lang, aber ich habe ein bisschen Angst. Satzung brauche ich nicht. Das Blackbox-Projekt findet Josh Dalton. Josh Dalton ist jetzt seit 3 Tagen nicht an seinem Arbeitsplatz aufgetaucht. Wegen seiner Abwesenheit und Lanes unkooperativer Verhaltensweise hinken wir im Blackbox-Projekt hinterher. Ich würde Thorstein gerne aus der Sache raushalten. Geben Sie mir bitte Bescheid, wenn Sie etwas erfahren. Ich setze Tom aus der Personalabteilung mit auf CC. Anders. Laut Josh Daltons Tracking-Armband ist er in den Guts. Haben Sie ihn gesehen? Ist das jetzt ein Nebenziel oder... Ja. Ihre Ziele. Arboretum. Okay, ich weiß immer noch nicht, was passiert. Magnetosphäre aktiviert. Ach so, die bleibt immer nur eine bestimmte Zeit lang deaktiviert. Jetzt habe ich es kapiert. Naja, dann soll die halt erstmal aktiviert bleiben. Und wir... Wir schauen, was hier oben abgeht. Aber wahrscheinlich müssen wir dann hier oben rein und das geht erst, wenn es runtergefahren ist. Und ich muss halt vorher wieder raus. Schutz suchen. Liegen jetzt hier wohl einfach auf dem Boden, oder was? Okay, also hier können wir noch rein. Das kann also nichts Schlimmes sein hier drin. Noch nicht. Immer noch nicht tot? Warnung. Drohende Plasmaschockwelle. Warnung. Schutz suchen. Okay, also wir dürfen wahrscheinlich nicht da rein, oder? Wenn die Welle hier kommt. Dann gehe ich mal ganz steig aus. Okay. Das heißt, jetzt gehen wir nochmal runter, fahren das Ding wieder runter und dann gehen wir nochmal hier hoch. Achtung, Magnetosphäre deaktiviert. Maximalkontakt mit Solarstrahlung. Mikrogravitation entdeckt. Hier war doch irgendwo eine Leiche. Oder? War doch irgendwo eine Leiche. Hä? Wo ist die denn? Ach da. Na, Chipsatz, oh. Und zwar Recycler-Schild, durch den du immun gegen Recycler-Ladungen wirst. Okay, das hatten wir ja schon, oder? Pirscher erhöht eine Bewegungsgeschwindigkeit beim Schleichen. Warum heißt das noch nicht dran? Warum habe ich denn 2? Arztantrieb gehen erhöht die Gleitgeschwindigkeit des Artax-Antriebssystems. Die Gleitgeschwindigkeit. So, ich glaube, es ist echt nichts mehr. Bevor das Ding wieder angeht, gehen wir wieder raus. Da. Oder war noch irgendwo. Moment, sind das hier 2 Ausgänge? Nee, ne? Halt! Splice!
30 Sprays, krass. Das war's auch. Das war's. Okay, zum Glück habe ich noch umgeschaut. Nice. Und es war echt absolut genügend Zeit. Also es war überhaupt gar kein Problem. Schwerkraft normal. Hier im Rahmen dieses Zeitfensters zu erledigen. Also nicht mal ansatzweise. Und ich habe sogar noch die ganzen Bonis mitgenommen. Oh fuck. Scheiße. Ich habe halt gar nicht damit gerechnet, dass jetzt so ein Nerfball kommt. Magnetosphäre aktiviert. Fuck. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Mann. Oh, jetzt habe ich wieder so eine Scheiße aktiviert. Fuck. Warum musste das auch auf rechts liegen? Das ist nur Kotzen. So, ist nicht irgendwo hier das Ding, ja. Moment, hier war doch noch ein zweites. Wo ist denn das zweite hin? Und hupf! Mikrogravitation entdeckt. Okay, wo müssen wir jetzt hin? In welche Richtung? Da. Halt, wo waren dann eigentlich die restlichen Ziele? Mehrere Ziele in die Richtung. Nein, weil. Er geht auf jeden Fall erstmal dem Hauptquest nach. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Fällt auch gerade ein, wir können erstmal einen Cut machen. Liken, kommentieren, abonnieren. Du bist nicht das, was sie dir sagen. Okay, wir machen also jetzt erst den Cut nach dieser kleinen Zwischensequenz. Wahrscheinlich erfahren wir jetzt demnächst deutlich mehr von der Story. Das gefällt mir schon mal. In diesem Sinne, Daumen nach oben, damit wir euch loben. Bis zum nächsten Mal. Pax ist. Tschüss.